Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 2 in einer Sims 2, Sims 4 in einer neuen Woche. Die zweite Aufnahme für heute wollte ich eigentlich sagen, denn die Tonspur meiner ersten Aufnahme ist komplett im Eimer, was mich extrem ärgert, da die Folge richtig lang war und ich jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit habe, noch eine Folge aufzunehmen und in der Folge Steven und Gina ihren ersten Kuss erlebt haben. Das regt mich richtig auf, dass da jetzt die Tonspur im Eimer ist. Nervig. So, was machen denn unsere Sims gerade? Hendrik ist am Mixen. Sergio, was will er machen? Er möchte gerne vom großen Spiel träumen. Und Emi ist noch am Schlafen. Ja, Steven und Gina sind gerade in der Schule und sind jetzt auch so weit, dass sie eigentlich bald altern könnten. Denn sie haben bis zur nächsten Altersstufe nur noch 2 Tage. Das heißt, wir feiern auch demnächst Geburtstag. Und ich habe mich entschlossen, dass wenn die beiden gealtert sind, dass wir dann hier in der Familie erstmal nicht spielen. Hat den Grund, dass ich finde, dass man zu wenig von den Familien hat, wenn man jetzt zwischen 3 Familien abwechselt. Und ich gerne die jungen Familien jetzt erstmal mehr spielen möchte. Also zum einen Aiden, Leah und Ocean und zum anderen Steven und Gina. Heißt nicht, dass wir hier nicht zurückkehren werden, weil mit diesen Sims hier verbinde ich natürlich auch einiges. Aber ich brauche einfach mal selber ein bisschen Abwechslung. Das definitiv. Und ich bin ja jetzt ganz oft gefragt worden, hey, kannst du nicht nochmal einen Sim zum Polizisten machen? Und genau das hatte ich ja auch mit Steven vor, dass wir ihn in die Polizeikarriere schicken. Gina wollte ich ja zur Wissenschaftlerin werden lassen. Wir haben noch nie in diesem Let's Play haben wir die Wissenschaftskarriere gespielt. Wir haben da, glaube ich, mal kurz reingeschnuppert, uns dann damals aber doch für was anderes entschieden. Obwohl die Wissenschaftskarriere eigentlich ganz cool war. Und das möchte ich jetzt dann gerne auch mit Gina machen. Die beiden werden erstmal in ein kleineres Häuschen ziehen. Und dann hatte ich überlegt, könnte man sie vielleicht... Oh, hier Gegenstrategie. Erstmal das hier. Da Steven ziemlich gute Noten hat, wurde er vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Soll er sich auf intelligente Weise rächen? Oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich ein anderes Ziel aussuchen? Sie konfrontieren ist ja irgendwie eigentlich cooler. Steven lässt eine Tirade poetischer Beschimpfungen los und zieht dann ein imaginäres Schwert. Die Raufbolde verlieren das Interesse daran, jemanden zu ärgern, der sich offensichtlich zur Wehr setzen kann. Eine kleine Leistungsverbesserung. Na wunderbar. Nee, was ich sagen wollte, dann könnte man sie zum Beispiel hier in dieses doch sehr moderne Haus einziehen lassen. Das wäre doch ganz cool für Steven und Gina, dachte ich mir. Also das wäre sehr, sehr cool. Man könnte sie hier in die Loggia einziehen lassen, Sportunterricht. Im Sportunterricht muss die Klasse von Marvin Runden laufen. Viele Runden. Um die Ausdauer und das Lungenvolumen auszubauen. Er hat die erste Runde fast geschafft, als er eine Lücke unter der Tribüne sieht, die genau die richtige Größe für eine kleine Pause hat. Wird die Trainerin es bemerken, wenn er ein paar Runden aussetzt? Laufen wir weiter. Marvin sieht sich um und entscheidet, dass es einfach zu riskant ist. Aber alleine die Vorstellung des kühlenden Schattens motiviert ihn, ein wenig schneller zu laufen. Marvin beendet alle seine Runden mit einer persönlichen Bestzeit. Eine kleine Leistungsverbesserung. Und jetzt haben wir auch noch den Durchschnitt, der ermittelt werden muss bei Gina. Die letzte Mathearbeit von Gina war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Hart arbeiten. Gina lernt und übt wie besessen und kann ihre Note mit dem heutigen Test erheblich verbessern. Zusammenfassend lässt sie sagen, dass ihr Lohn direkt proportional zu ihren Bemühungen war. Nochmal eine kleine Leistungsverbesserung. Hier die Loggia, die könnten wir auch noch, könnten wir uns das vielleicht auch überlegen, dass man dahin zieht. Oder in dieses Haus hier, das wäre bestimmt auch nicht schlecht für die beiden. Also ich denke mal, eins von diesen 3 Häusern wird es werden. Oder das ganz Neue, was wir gebaut haben. Das könnte es natürlich auch werden. Wobei ich momentan zu diesem hier hinten, da links, oder zu dem hier rechts tendiere. Aber dafür müssen die beiden definitiv erstmal ein bisschen Geld scheffeln in was Kleinerem. Kann dann gut sein, dass sie vielleicht auch erstmal nach Oasis Springs ziehen oder sowas. Da haben wir nämlich auch noch gar nicht gespielt, obwohl das schon seit Anbeginn von Sims 4 in der Nachbarschaft als Nachbarschaft vorhanden ist. So.
Ja, glücklich wegen dem ersten Kuss, genau. Da seht ihr es noch. Es tut mir echt leid, dass die Aufnahme im Eimer ist. Das kann leider immer mal passieren. So, Hendrik, magst du dich hier vielleicht mal darum kümmern, dass hier die Pflanzen weiterentwickelt werden? Weiterentwickeln. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Hier auch. Die könnte geerntet werden. Das machen wir jetzt aber alles nicht mit ihm. Die soll ruhig Gina ernten. Ich glaube, die hier hinten können wir nicht weiterentwickeln. Denn ich bin ja immer noch dran, dass Gina ihr Bestreben hier abschließt. Da das ja super gut ist für den ersten. Aua, das war meine Schulter. Au, ich werde alt. Für den ersten eigenen Haushalt. Und ihr seht, da fehlen noch 11.000 Simoleons. Und dann hat sie das Bestreben auch abgeschlossen. Und ja, dann ist der Tag gekommen, wo Gina auch schon Zinsen verdienen wird. Das ist natürlich sehr angenehm. Ist ja bei Aiden auch schon so. Ja, und Emi? Die ist irgendwie hundskaputt. Die lassen wir erstmal duschen und dann kann sie sich was zu essen machen. Was denn? Knoblauchnudeln. Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ach nee, sie muss zur Arbeit. Shit. Sie hat schon total verschlafen. Och nö. Sergio ist gerade am Zocken. Der könnte eigentlich auch hier hinten mal schwereloses Training. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff. Völlig schwerelos. Ich weiß, ich kann nicht singen. Egal. Egal. Ich mache mich halt ab und an mal zum Affen. So. Ja, der Chef ruft schon an. Ich bin ja auf dem Weg. Ich mache nur noch eben den Busch und dann geht's, denkt sich jetzt Emi. Wann kommen die hier alle aus der Schule wieder? Dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. So, den Geburtstag würde ich gerne erst in der übernächsten Folge feiern. Und dann wirklich direkt am Anfang, dass wir auch dann in der Folge noch ausziehen können mit Steven und Gina. Dass sie sich ihr neues Eigenheim dann direkt auch in der Folge noch aussuchen. Oder wir uns das noch aussuchen. Ihr Spaß ist ziemlich im Keller. Wir könnten sie mal noch faulenzen lassen, dann geht der Spaß nach oben, glaube ich. So, Sergio ist im Weltraum. Bist du der Weltraum? Weltraum, 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 Weltraum. Er kennt den Weltraum-Cube aus Portal. Der ist so cool. So, Steven bekommt einen Anruf. Von wem denn? Warum ruft der Direktor an? Er war doch in der Schule. Wie heikel bestimmt ist. Der ist Zweieroberschüler. Zwar eine 2-, aber das ist doch jetzt nicht schlecht. Meine Güte, immer diese Direktoren. Ja, und die beiden wollen noch ein Techtelmechtel im Busch haben. Kombiniere, kombiniere, da ist irgendwas im Busch. Da. Ups. Ging das jetzt von Gina aus? Okay, guck mal, da sind auf jeden Fall jetzt. Die Blüten sind ja eigentlich vom Tränenherz, aber da ist jetzt definitiv die Blüte Programm, ne? Lass mir die beiden mal in Ruhe den Strauch zum Wackeln bringen. Er muss jetzt auch auf die Arbeit. Oh, Sergio ist dran vorbeigejoggt. Da kommen die beiden wieder raus. Hat niemand gemerkt. Alles gut, alles gut. Tja, die beiden zusammen. Knuffelig. Oh, er ist kreativ begabt, weil er das abgeschlossen hat, ne? Als Kind. Genau, wegen kreatives Wunderkind. Und hier mal sozial begabt. So.
Gut, ich würde aber sagen, für heute war es das. Tut mir leid, dass es eine etwas kürzere Folge geworden ist aufgrund der ersten Fehlaufnahme. Morgen geht's weiter mit Lia, Ocean und Aiden. Macht's gut, danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Jetzt wird's spannend, denn jetzt folgen Geburtstage. Tschüss!